Wissen Sie, was mein größtes Problem war beim Schreiben dieses Programms? Dass ich ein Mann bin. Aber das Thema, wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte, das ist ein Thema für Mann und Frau. Wie kann ich die Position der Frau einbringen? Wie kann ich schildern, was eine Frau denkt? Ich meine, gut, ich könnte mich natürlich in ein zu enges Kleid schießen, mir eine Perücke aufsetzen, mich schminken, hochhackige Pumps tragen, aber ich will ja nicht für Österreich den Grand Prix gewinnen. Ich will ja nur ein bisschen was über die Ehe erzählen. Und dazu bin ich schließlich prädestiniert. Ich bin nicht nur 24,5 Jahre verheiratet. Nein, immer mit der gleichen Frau. Aber dass ich deswegen weiß, was sie denkt. Nö. Dass ich sie verstehe. Ja, manchmal. Aber doch nicht immer. Hier, kleines Beispiel. Kleines Beispiel. Ich kam neulich ein bisschen früher als sonst nach Hause. Meine Frau war noch nicht da. Und da habe ich mir gedacht, dann koche ich uns mal was Feines. Einen Kamillentee. Dann habe ich die ganze Küche abgesucht. Hängeschränke, Hochschränke, Apothekerschrank, Kühlschrank, nichts gefunden, nichts. Da kam meine Frau nach Hause und ich habe gesagt, Schatz, schön, dass du da bist. Sag mal, wo haben wir denn eigentlich den Kamillentee? Und dann lächelte meine Frau mich so an. Und meine Frau hat eine besondere Gabe. Die kann lächeln mit Subtext. Ja, das heißt, sie lächelt und in dem Lächeln ist schon Text mit drin. Sie lächelte mich so an, der Subtext war, dass du aber auch so lebensuntüchtig bist, wenn ich nicht da bin. Das musst du dir nicht mehr sagen, war schon im Lächeln mit drin. Stattdessen sagte sie, aber Schatz, der Kamillentee ist natürlich im Bücherregal in dem Nutella-Glas mit der Aufschrift Salz.